Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es um folgendes Thema. Ich gieße mal eben kurz meinen Kaffee auf. Und ja, diesmal habe ich keine Frage großartig oder irgendwie ein spezielles, fachfremdes Thema. Hier im Kanal geht es ja unter anderem um Kaffee, aber auch generell alles, was zum Kaffee gehört. Und zum Kaffee gehört für mich auch meistens immer, also der Tag fängt dann immer mit einem Frühstück an und einem Kaffee. Und das Thema Frühstück ist dann halt bei mir auch auf dem Blog immer relativ oft präsent. Und da habe ich jetzt vor kurzem eine richtig coole Sache entdeckt beim Einkauf. Und das wollte ich euch einfach mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Und zwar habe ich bei Lidl, ja, Lidl hat mich jetzt hier nicht für bezahlt, aber ich muss halt mal erwähnen, weil die haben halt dieses Produkt und das habe ich so nur nirgendwo anders gesehen. Und zwar habe ich hier, bei Lidl, habe ich hier diese Fruchtmischung, also Smoothie-Fruchtmischung gefunden. Da sind dann immer so drei Beutel drin. Die sehen dann so aus, da sind so Tiefkühlbeeren drin. Und ja, ich liebe Müsli mit Beeren, mit Tiefkühlbeeren. Das schmeckt einfach richtig cool und man hat was Frisches so zum Frühstück und ja, schmeckt einfach lecker. Und da habe ich heute einfach mal für euch und für mich vor allen Dingen ein leckeres Müsli zubereitet und das einfach mal gefilmt, wie ich so mein Beerenmüsli zubereite. Vielleicht kann ja der ein oder andere da was für sich mit herausnehmen, wie er sein Müsli mal gestaltet. Neben dieser Fruchtmischung habe ich dann auch noch von Grün hoch 2 hier eine Quinoa-Pop-Mischung mit Chiasamen und Goji-Beeren dazu reingemischt. Auch ganz lecker, könnt ihr auch mal probieren. Ja, okay, jetzt habe ich genug erzählt. Gehen wir mal rüber zum Rezept. Nehme ich jetzt folgende Zutaten rein. Erstmal 2 Löffel Dinkelflocken. Dann von dem Grün hoch 2 auch 2 Löffel. Oh, wir können nochmal einen dritten reinpacken. So, dann die Früchte. Die können jetzt hier noch ein bisschen Tiefkühlfrüchte, die können jetzt noch ein bisschen antauen. Und jetzt fehlt nur noch die Mandelmilch. Ah ne, es fehlt noch, ich habe noch was vergessen. Eine Handvoll Nüsse. So, Nüsse sind sehr wertvoll. Sie sollten bei keinem Frühstück fehlen. Dann werdet ihr schlau. So, jetzt brauche ich nur noch die Mandelmilch mit Honig und es kann losgehen. Die Mandelmilch gebe ich jetzt ein wenig Milch hier in einen Becher rein. Na, so 100 Milliliter. 150 Milliliter, ein wenig Honig, Spritzer und Mandel-Tonka-Creme. Die schmeckt richtig lecker, so ein Löffel. Das ist der Hammer. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, mal Mandel-Tonka-Creme zu probieren, macht das auf jeden Fall. Die ist echt lecker. So, jetzt nehme ich hier meinen Schneebesen, meinen motorisierten, und mische das Ganze jetzt mal. Ne? So, fertig ist meine Mandelmilch mit Honig. Und kann jetzt auf Müsli drauf. Die Mandelmilch drauf. Fertig.